Und damit wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zum letzten Part, in dem ich über die YouTuber und die Leute, die ich abonniert habe, rede. Und yeah. Im Hintergrund seht ihr jetzt halt noch das letzte Gameplay, das ich noch habe, ohne meine Stimme halt. Und ich würde sagen, yeah, gönnt euch die letzten 17 Minuten sind es noch. Und dann gibt es morgen schon den vorletzten Part und dann übermorgen den letzten Part von Lego City Undercover. Dann ist das Let's Play vorbei. Ich würde sagen, ich tue nicht lang rum, denn ich muss jetzt echt Gas geben, damit ich jetzt noch alle abpacke, die ich hier noch auf meiner Abo-Liste habe. Ja! Wir machen gleich weiter mit... Lass mal ein paar aus, Plexion, ja. Yeah. Keine Ahnung, was soll ich zu dir sagen? Mach Videos. Bye. Dann haben wir noch... Benik? Der macht auch schon lange keine Videos mehr, aber den feiere ich halt ab. Normal. Ist halt auch ein extrem sympathischer Typ. Aber macht halt irgendwie voll wenig Videos und so, was ich nicht in Ordnung finde. Aber vielleicht kommt ihm mal wieder was und ich habe ihn, weiter abonniert lassen. Dann habe ich noch Stegi abonniert. Der bringt halt auch irgendwie überhaupt keine Videos. Ja, den hat man halt einfach aus Prinzip abonniert. Oder der bringt auch noch immer so wenig Content wie vorher, oder? Ja. Yeah. Geil. Dann haben wir noch Kinocheck, das ist halt einfach ein deutscher Kanal, der die ganzen Trailer und so von Filmen uploadet. Sollte man eigentlich auch kennen, wenn man an Filmen interessiert ist und so. Hat halt auch über 1 Million Abos und so. Braucht jetzt nicht lange drüber reden. Dann kommt noch RGE. Ja. Ist ein ziemlich kleiner Kanal, also nicht kleines, ich glaube... Wie viel hat er denn? Ich schaue mal nach. 26, lol. Als ich das letzte Mal auf seinem Kanal war, hat er 10.000. Den schaue ich halt irgendwie ganz selten. Er bringt halt auch nicht so oft Videos. Und wenn, dann übersehe ich die irgendwie ganz leicht. Was ich schade finde. Ja. Leider halt dann doch nicht irgendwie. Also den schaue ich jetzt nicht so krass. Auch den Let's Play-Kanal von ihm habe ich abonniert, aber schaue ich halt auch nicht so krass. Okay, ich muss wieder ein paar Videos, paar Kanäle deabonnieren. Ich habe da schon wieder ein paar gefunden. Ich habe jetzt schon vorher auch ein paar deabonniert. Ich gehe jetzt einfach mal weiter, nämlich mit Mobo HD. Ist ein ziemlich großer Streamer. Und ich schaue eigentlich seine Streams ziemlich gerne. Und der hat eigentlich zwar schon lange keine Videos mehr gemacht, aber wenn er Videos macht, dann finde ich die ziemlich toll. Und feiere ich extrem. Einer meiner Lieblings-YouTuber, ja, ja. Haben wir noch. Ich lasse es einfach ein paar aus. Ich habe jetzt doch dann Square Enix Germany. Ja, Square Enix, die Entwickler von Tomb Raider. Und Final Fantasy halt. Ist auch klar, dass ich die abonniert habe, weil ich ja Final Fantasy mag, ja, ja. Dann noch Nintendo Best of der Woche. Schaue ich eigentlich ziemlich selten, weil ich halt, wie ich schon in den letzten Parts gesagt, auch gar nicht Domtendo auch nicht mehr so oft schaue und so häufig. Der hat aber auch schon fucking 17.000 Abos. Junge, ich übersehe die ganze, die Abozahlen irgendwie, die wachsen und ich übersehe das alles. Finde ich dich okay. Dann haben wir noch WeHawk. Der hat ja... Das ist ja schon ziemlich alter Let's Player, wenn man das so sagen kann. Der hat ja, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit ein Kind bekommen, hat eine Pause gemacht. Und jetzt ist er seit keine Ahnung wie lang wieder zurück. Ich kann gleich nachschauen. Das ist doch nicht so lang her, dass es sich mal. Ich gehe nicht. Ja, wartet mal. Ja, 2 Monate, wie ich geschätzt habe. Bam. Seit 2 Monaten wieder da. Und jo. Schaue ich auch ziemlich gern. Ist ein verdammt sympathischer Typ. Und ja, dann noch Shirolozu.
ist halt auch ein Freund, kann man so sagen, von mir. Ist halt auch selbstverständlich, dass ich den abonniert habe. Dann noch 90 Sekunden Filmkritik. Ist auch halt ein Film. Ein Kanal, der um Filme sich handelt. Keine Ahnung. Überfordert mich, bitte, denke. Er hat halt auch nur 180 Abos, aber ich feiere den halt auch extrem. Ui, die ist toll. Das ist, by the way, der Nachfolgekanal von Red Noser, wie ihr ihn vielleicht kennt. Ja. Yeah. Dann kommt noch Looks Like Link, den schaue ich eigentlich auch ziemlich gern. Überhaupt seine Zelda Let's Plays. Die Zelda Let's Plays schaue ich da eigentlich am aktivsten. Zum Beispiel Pokémon Mond, das er auch gerade noch im Lauf hat, nicht so krass und Terranigma auch nicht, aber Skyward Sword werde ich wahrscheinlich vielleicht schauen. Hat er ja auch erst noch nicht viele Parts rausgehauen, aber vielleicht schaue ich das. Muss ich mal schauen. Oder ich lasse mich nicht spoilern, weil ich das Spiel noch nicht gespielt habe. Beziehungsweise noch nicht viel. Und ich das irgendwie auch. Ich habe das halt circa nach einer halben Stunde gequittet, weil ich die Steuerung extrem schrecklich fand. Ist halt wahrscheinlich Gewöhnungssache. Dann, ich habe noch ein paar Leute, die ich dir abonnieren werde. Jo. Oder? Ja, ich würde schon sagen. Bye. Ihr werdet euch so viel langweilen in diesen drei Parts, aber ich kann halt nichts dafür. Nee, du bleibst abonniert. Ja. Passt schon. Dann noch Theory Tracker ist halt auch ein kleinerer Let's Player, den ich feiere. Auch. Ja, keine Ahnung. Brauche jetzt nicht so viel zu sagen. Oh mein Gott. Das halt überhaupt nicht, was zu den einzelnen Leuten sagen soll. Tut mir leid. Sorry. Ist halt komplett professionell, dieses Video, man merkt's ja. Ja. Wuhu! Party! Zieh dein Hemd wieder an, Honey. Du bist noch im Dienst. Hör mal, ich habe Natalia immer noch nicht erreichen können. Da kommt der Nintendo Österreich Account. Und ja, habe ich halt auch aus Prinzip abonniert, weil Österreich und ich bin Österreicher und das ist toll. Es war heute dann noch mit deinem Hund draußen. Bye und bye. Okay. Schon wieder so viele Leute, die ich abonniert habe. Dann noch Drachenbursche ist ein Let's Play, der glaube ich durch sein... er macht Star Wars Let's Plays und Lego Let's Plays größtenteils. Oder dadurch ist er halt bekannt. Finde ich toll, weil ich mag Star Wars und Lego Games. Und ich schaue mir gerade ein Video von ihm an, was ich nicht will. Hör auf. Dann noch Mimi. Ist auch so ein Meinungsblogger oder ja, kann man eigentlich so sagen, ich weiß nicht. Weiß ich, ob man da Meinung. Ja, doch, irgendwie so schon. Nichts passiert. Vielleicht gibt es noch einen Schalter. Dann noch. Zabex Blog, okay. Ist auch ist ja auch eigentlich ein Meinungsblogger. Ja, eigentlich schon. Ich brauche zu seinem Kanal irgendwie gar nichts zu sagen. Keine Ahnung. Wirklich nicht. Ne. Dann noch Gott Felix. Oh, der hat lauter. Das ist zur Hölle. Das ist auch so ein. Hüso, den Justin, also Knacktron, glaube ich, gefunden hat. Irgendwie so. Ja, irgend sowas, keine Ahnung. Was zur Hölle, wo bin ich gerade? Ja. Dann habe ich noch Zeltag. Ja, abonniert. Und wartet, ja, okay. Hast du Natalia gefunden? Nein, leider nicht. Aber ich habe anscheinend Blackwells Geheimnis gelüftet. Er ist ein echter Modellbaunarr. Der macht. Er ist ein fieses Genie. Und das ist sein Plan. Sagt man denn?
Das ist meine Phasenver... Banner und so halt in Videoform, wie kann man sagen, ja. Wisst ihr Bescheid? Womit denn? Das Shuttle auf der Apollo-Insel. Dann kommt doch, ich will echt weiter tun. Nerdbuddies. Wow. Voll toll. Eigentlich können wir die abonnieren, weil die sind nicht toll. Jos ist besser und schön. Alleine der Banner. Okay. Drei Nerds ohne Hobbys. Aber warum? Der Blackwell-Turm ist eine Rakete. Cool. Wenn sie abhebt, wird alles okay. Radius von 10 Blöcken. Dann noch Nice Ryu. Was natürlich auch super toll jetzt nach den Nerdbuddies. Auch ein sympathischer Bruder, ja. Mit dem bin ich halt auch befreundet, kann man so sagen, ja. Und ja, brauche ich jetzt auch nicht zu viel sagen, ich sollte mal wieder Videos machen, jojo. Aber, ja, egal jetzt. Dann noch, was zur Hölle? Was habe ich hier für Leute abonniert? Nein. Boss auf TV ist halt der. Na, ist das eigentlich der Kanal alleine vom Kollegen? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Mit Kollegen und so kenne ich mich wenig aus. Tut mir sehr leid. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Und ich glaube, ich komme in dem Part echt nicht durch, außer wenn ich jetzt wirklich Gas gebe. Fulltime Games ist ein, auch ein sympathischer Dude, den ich auch ein bisschen feiere, manchmal schaue. Gehört halt auch zu der Volo Crew dazu, kann man so sagen. Dann noch Jeos. Warum habe ich Jeos abonniert? Ne, gleich die abonnieren. Der zweite Kanal. Ja, ja, toll. Schön. RIP. Dann noch Julians Blog ist halt der Haupt... Der Nebenkanal. Der Hauptkanal. Nebenkanal. Ja. Yeah. Von Julians Blog. Oder von Julian halt. Der ist... Ja, egal. Dann noch Knacktron Hader, der erste, habe ich auch abonniert. Läuft. Dann noch Samtzockt ist einer der Leiter vom Gaming Clerks, den ich im Part 36 erwähnt habe. Dann habe ich hier noch ein paar Leute, die ich deabonnieren werde. Warte, du hier. Dann habe ich noch... Was zur Hölle, wie viele Leute habe ich, die keine Videos mehr bringen irgendwie? Sie sind in meinem Labor. Was haben Sie denn mit Ihnen vor? Oh yes. Ich werde die Polarität des Neutronenfeldes so viele Leute, umkehren, die ich deabonnieren werde. Ich werde den mystischen Fing also bei. Dort drin. Ich bin kein Idiot, Professor. Wollen Sie läuft mit der bei magischen mir. Blase den Hitze dann habe ich noch Zelda Rakete Universe. Ja, genau. TV ist halt auch so ein Zelda-Kanal in englischer. Und ja, habe ich auch abonniert, weil toll, toll und so. Dann habe ich noch Darky abonniert. Ist ein News-Kanal und Reviews und so weiter. Dann noch Tobination. Ist auch, macht glaube ich auch nur Minecraft Let's Plays. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was er macht. Warte mal. Schau mal kurz nach. Dauert ja nicht lange. Hoffentlich. Also hat der sowieso jetzt schon länger nicht mehr gemacht nach seinem Varo-Tool. Ja, okay. Ja, nee, doch, nee. Ja, doch, er macht schon ziemlich viel mehr. Er macht Minecraft. Minecraft, ja. Ja. Okay. Dann auch Spiros Inn, das ist der Kanal von Bock, Fulltime und, nee, nicht Follow. Und Keggy, der JRPG, also da kommen halt nur JRPGs. Das ist auch ein toller Kanal. Ich freue mich schon so hart, wenn die Final Fantasy 10 oder so Let's Play nicht. Es ist viel zu toll. Oder Final Fantasy 7. 8 habe ich auch gefeiert, was das... 9 würde ich mich auch freuen, aber ich am liebsten wäre mir 7 oder 10. Ja. Dann noch Thomas Gauler LP, Must Sub YouTuber, kann man so sagen. Und ja. Dann noch Casey Menu, das ist der Typ, der Super Mario Last Impact entwickelt hat. Habe ich halt auch abonniert, einfach um auf Laufenden zu bleiben. Pokémon, den Pokémon-Kanal habe ich auch abonniert. Okay. Obwohl ich eigentlich null interessiert an Pokémon bin irgendwie. Manchmal schon ein bisschen mehr, manchmal weniger. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, egal jetzt. Dann noch Julis Tierwelt, also der Domtendos Freundin. Playtonic Games, die Entwickler von Yooka-Laylee. Dann noch Drache-Offizier, also den Drachenlord halt. Also... Ja, wie schon, auch habe ich im letzten Part gesagt, dass ich ihn extrem sympathisch, nee, nicht so sympathisch finde. Also nicht sympathisch, sondern ihn feier. So. Dadurch,
Ja. Dein Boss hat noch einen Officer abgestellt, der dir Rubinischer wird, schließt wir das mit Rubinischer ab. Ich habe jetzt auch ein paar Leute ausgelassen. Weil jetzt ein paar bisschen unwichtige Leute ausgelassen. Was heißt hier unwichtig halt? Ja, wisst ihr Bescheid. Rubinischer ist halt auch der Freund von Caleb. Freund von Dom Tedo sollte. So sollte man ihn ehrlich kennen. Ja. Dadurch kennt man ihn eigentlich. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Und der Part. Das war jetzt der letzte Part, in dem ich hier über die Abonnenten gesprochen habe. Auf jeden Fall, ich werde jetzt den Part beenden. Es ist jetzt noch eine Minute Gameplay und dann kommt die Endcard. Beziehungsweise, nee, ich rede noch ein bisschen, glaube ich. Ich würde einfach sagen, ja. Ich sage euch mal, ich glaube, ich habe 100. Wir waren zu am Anfang 183 Leute, die ich abonniert gehabt habe. Jetzt aktualisiere ich und erzähle, wie viel ich die abonniert habe. Okay, jetzt habe ich noch 166. Seht euch an, wie viele Leute ich die abonniert habe. Gibt aber natürlich viele Leute, die ich abonniert gelassen habe. Weil die einfach toll sind. Das heißt, es gibt auf diesem Planeten mindestens 166 Leute, die toll sind. Frank, wem sonst sollten Sie wohl eine so wichtige Mission anvertrauen? Na gut, ein paar haben ja auch zwei Kanäle. Also egal, jetzt ist der Part aber wirklich gleich vorbei. In X2 Part seht ihr dann das Finale, beziehungsweise das letzte Level. Ja, sagen, das war's mit dem Part. R3, zunächst mal, macht's gut. Und lasst gerne ein Like da und schreibt irgendwie ein paar Kommentare oder so. Tschüss.